Ja, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir starten ganz pünktlich und ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich heute hier begrüßen zu unserem Unternehmen Wissen to Go, heute zum Thema die Potenziale im Vertrieb richtig nutzen, wie Leidenschaft mehr Kunden bringt. Genau, und für gedacht sind für die nächsten 60 Minuten, ungefähr 45 bis 60 Minuten, eine offene Fragerunde. Ihre Fragen sind viel wichtiger als meine, die ich mir hier habe erarbeitet im Vorfeld. Stellen Sie daher Ihre Fragen im Chat oder per Mikro, wie Sie möchten, sodass Sie mit einem guten Mehrwert hier nach dieser Stunde ungefähr auch herausgehen. In der Vorbereitung habe ich gesehen, es sind ein paar Unternehmen dabei, die die WIGOS, also uns vielleicht nicht kennen, daher ein paar Sätze zu uns. Die WIGOS, also die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Osnabrück, bildet zusammen mit unserem Jobcenter der Maßarbeit den Geschäftsbereich Wirtschaft und Arbeit hier im Kreishaus, im Landkreis Osnabrück. Und wir bieten da ein gutes Angebot für Unternehmen. Wir haben da ja, Angebote von der Existenzgründungs- und Ansiedlungsberatung bis hin zu der Begleitung von Unternehmensexpansionen, aber auch zu Beratung, Vernetzung oder Förderangeboten im Bereich der Digitalisierung, zum Beispiel der Fachkräfte oder der Nachfolge. Also da sind wir ganz breit aufgestellt. Themen der Gewerbeflächenentwicklung und der Immobilien etc. bildet unsere Tochter ab, die OLEG, die Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft. Eine Tochter auch des Landkreises Osnabrück. Mein Name ist Sandra Schürmann. Ich übernehme die Moderation dieses Formats. Und eingeladen habe ich heute für Sie online den Herrn Christoph Dresen. Herr Dresen, von der, ein Trainingsmanager von der Pro Management AG. Herr Dresen, ganz herzlich willkommen. Ganz meinerseits auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich. Bin gespannt. Das sind wir auch, super. Würden Sie zu Beginn vielleicht ein paar Worte zu sich sagen, sich etwas vorstellen, damit unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen kleinen Eindruck von Ihnen bekommen? Ja, mach ich sehr gerne, Frau Schürmann. Nochmal an dieser Stelle von mir ein herzliches Willkommen. Vielleicht ein paar Sätze zu meinem Unternehmen und zu mir als Person. Ich bin Trainingsmanager, Management- und Vertriebstrainer bei der Firma Pro Management AG mit Sitz in Kelberg. Hatten Sie eine Einladung gesehen? Manche kennen vielleicht Kelberg nicht. Das ist Nähe Nürburgring, mitten in der Eifel. Und wir haben noch ein großes Vertriebsbüro auch in Köln. Also wir sind im Rheinland angesiedelt. Wir sind ein Unternehmen seit mehreren Jahren jetzt auf dem Markt und sind spezialisiert auf Training, Coaching und Consulting in den Bereichen Führung, Vertrieb, komplettes Management. Aber auch Sonderthemen wie Präsentation, Rhetorik, oder Moderation. Wir bieten derzeit an in 18 Landessprachen mit Native Speakers komplett unsere Programme, im Bereich Verhaltenstrainings und Wirkungstrainings. Jetzt zu mir, mit wem haben Sie diese hoffentlich 60 Minuten zu tun? Mein Name ist Christoph Dresen, ich bin 53 Jahre alt. Wie Sie wahrscheinlich hören, komme ich nicht aus Ihrem Raum, wo man so ein perfektes Hochdeutsch spricht. Ich bin Rheinländer. Und wohne hier im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, also Kreis Ahrweiler in der Stadt Bad Neuenahr. Kennen Sie vielleicht Rotweinwanderweg, Ahrthermen, Apollinaris ist bei uns und natürlich unsere grüne Hölle, der Nürburgring. Da erwischen Sie mich gerade oder sehen mich gerade in meinem Homeoffice, wie es halt zurzeit sehr viel auch ist. Was habe ich beruflich gemacht? Was ist mein Background? Ich habe Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre an der Universität zu Köln Betriebswirtschaft studiert mit den Schwerpunkten Produktmarketing, Organisation und Psychologie und habe danach, nach dem Studium, ein Leben lang das gemacht, was ich heute, ja, ich sag mal so salopp zu gefühlten 75, 80% für Pro-Management trainiere. Ich stand immer auf der Vertriebsseite von Unternehmen. Klassisch im Außendienst angefangen, damals bin Daimler-Kind, habe 5 Jahre für die Daimler AG gearbeitet, verschiedene Außendienst, Teamleitung, Vertriebsleitung, Key Account Management. Und meine letzte Aufgabe, bevor ich in das Trainergeschäft gewechselt bin, war die des Marketingdirektors für einen asiatischen Reifenkonzern, Marketingdirektor Deutschland. Ja, und jetzt bin ich seit 2021, haben wir jetzt seit 16 Jahren Trainer für Vertrieb und Management und betreue diese Themen bei uns, habe bei uns natürlich auch einen großen Akquisitionsauftrag,
weil wir fahren nicht nur rum und trainieren, habe auch einen sportlichen Akquisitionsauftrag und zeichne bei uns im Hause verantwortlich außerdem für die Ausbildung der neuen Vertriebstrainer. Das soweit in kurzen Zügen zu Christoph Dresden. Und wie gesagt, ich bin A, gespannt auf die Fragen, was jetzt alles kommt, und freue mich auf die charmante und professionelle Moderation von Sandra Schürmann. Meine erste Frage an Sie, Herr Dresden, wäre, dass bevor wir in die Fragen einsteigen, dass Sie vielleicht ein kleines Warm-up geben, eine kleine Einführung in das Thema geben, damit wir alle so ein bisschen abgeholt werden aus dem, womit wir uns gerade vorher noch beschäftigt haben, aber jetzt hier für die nächsten Minuten beschäftigen wollen. Sehr gerne, Frau Schürmann. Also Warm-up, ohne dass wir jetzt hier groß die Laola-Wellen schlagen. Thema Neukundengewinnung, Vertrieb, neue Kunden begeistern für unsere Unternehmen, vor allen Dingen auch im B2B-Geschäft. Wie komme ich an neue Partner ran? Sie, wie ich hier sehe, über 10 Jahre sind 64% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon im Vertrieb tätig. Also ich habe es hier auch mit alten, bitte in Anführungszeichen, und damit aber auch sehr erfahrenen Hasen zu tun, denen ich auch jetzt hier vermeiden möchte, irgendwas vorzumachen. Was ist die Erfahrung, die ich aus mittlerweile fast 3 Jahrzehnten Vertrieb, inklusive dann auch anderthalb Jahrzehnten des Trainings gemacht habe? Wir können tolle Produkte haben. Wir können selber als Verkäufer Wahnsinnsfachwissen haben. Wir können Empathie zeigen. Heute spricht man oft von der sozialen Intelligenz. Wir können Leuten zuhören, eloquent sein. Oft scheitert es daran, dass wir zu wenig Termine haben. Und ein früherer Chef von mir, ein früherer Vorstand von mir, der hatte mehrere Sätze, die sich irgendwie bei mir über die Jahre eingeprägt haben. Wir haben 10 Jahre zusammengearbeitet. Der sagte, einer seiner Sätze war immer, Kontakt kommt vor Kontrakt. Und da habe ich mal überlegt, ja, sprachwissenschaftlich ist das irgendwie ein bisschen gesundes Halbwissen. Aber er hatte recht. Was nützt es, wenn Sie die besten Produkte haben, noch tolle Internetseiten, wenn Sie, wie gesagt, fachlich sehr gut drauf sind, womöglich noch tolle Preise auch noch haben, die marktkonform sind, wenn wir nicht den Kontakt haben zu unseren Kunden oder auch potenziellen Kunden auch. Mit dem Kunden im Dialog zu sein, weil wer mit dem Kunden nicht ständig im Dialog ist, der hat irgendwann bei dem Kunden dann auch nichts mehr zu sagen. Oft ist das dieser berühmt-berüchtigte Bottleneck-Flaschenhals. Wir sind da, wir bieten alles, wir können, aber wir sitzen nicht am Tisch beim Kunden. Und ich habe bisher in der Zeit, vielleicht werden Sie es mir bestätigen, bisher noch keinen Verkäufer oder ganz wenige kennengelernt, die mehr Kontrakte, also Aufträge von ihren Kunden hatten, als dass sie Kontakt zu ihm haben. Und das ist oft der Engpassfaktor, wie kann ich Kunden wirklich dann auch am Telefon oder auch über andere Wege begeistern, um die Gelegenheit zu haben, dort an den Tisch zu kommen. Dort an den Tisch zu kommen. Und da, wie Frau Schürmann eben auch schon sagte, gerne von mir Tipps, Ideen, wie mache ich es selber, was trainieren wir auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aus den unterschiedlichsten Branchen Europa und teilweise weltweit kommen, vom Finanzdienstleister bis zur IT, bis zur Automobil, bis zur Lebensmitteleinzelhandel, alles ist dabei. Es sind immer unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Erfahrungen, die da auch hinterstecken, unterschiedliche Vertriebswege. Eine Sache, die mir vorne weg noch wichtig ist für den heutigen Tag. Ich habe alles andere als das Geheimrezept, so nach dem Motto, sagen Sie das am Telefon und Sie haben den Termin. Wenn ich das hätte, wäre ich heute nicht hier, sondern würde irgendwo oft in der Sonne liegen und meinen zweiten Caipirinha wahrscheinlich schon trinken. Menschen, sogenannte Experten, die sowas behaupten, mach A und ich garantiere, dass B passiert. Wir nennen sie immer sehr liebevoll, das sind die sogenannten omnipotenten Universaldilettanten. Die können nämlich alles und gar nichts. Es gibt ein paar Sachen und ich habe für nichts die Garantie. Ich habe für nichts die Garantie, aber ausprobieren. Einfach ausprobieren und alle Sachen, alle Tipps, die ich hier habe, aus meiner Erfahrung und der Rückmeldung der Teilnehmer sind auch unfallfrei. Denn was soll Ihnen schon passieren? Ein bekannter Kollege von mir hat immer gesagt, nicht gekauft hat der Kunde schon. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ich gehe aus so einem Gespräch raus, aus so einer Akquisition am Telefon oder wie auch immer heraus und Schlimmste ist, ich habe keinen Termin. Dann habe ich aber nicht weniger, als was ich vorher hatte. Und da drumherum bei Akquisition, wie kommt man an Kontakte, wie steigert man da seine Terminquote? Gerne viele Tipps von mir.
Super, da freuen wir uns drauf. Und bevor wir da konkret einsteigen, ein Thema, was ja immer doch noch am Anfang vielleicht eingeschoben werden soll, die Corona-Pandemie. Auch die hat sicherlich ihren Job, die Akquise, arg verändert. Was ist es, wie Sie damit umgehen oder gibt es etwas, wo Sie sagen, das habe ich daraus gelernt oder das hat mein Arbeiten so verändert in der und der Richtung? Haben Sie da auch noch ein, zwei Einschätzungen zu? Okay, diese Pandemie betrifft uns jetzt alle seit vielen Monaten und bei uns ging sie auch nicht vorbei. Toi, 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 Gott sei Dank kann ich immer sagen, wir haben keinen einzigen unserer Kunden verloren, keine einzige Stornierung gehabt. Wir haben viele Verschiebungen gehabt. Wir haben viele Verschiebungen gehabt. Und in dieser Zeit, man hat auch viel Zeit im Homeoffice, wie heute natürlich auch. Man hat viel Zeit, auch Sachen mal nachzudenken. Wie habe ich es erlebt? Wie habe ich es erlebt? Am Anfang war eine Schockstarre. Eine Schockstarre, wir müssen unsere Unternehmen jetzt einrichten und wie kriegen wir das alle hygienekonform, pandemiekonform hin? Und da waren viele Kunden auch gar nicht zu erreichen und hatten woanders den Kopf stehen. Absolut nachvollziehbar, war bei uns ja nicht anders. Dann gab es diese lange Phase, dann auch mit Lockdowns, wo man einfach nicht mehr persönlich zum Kunden durfte. Und das hatte, und man auch nicht gern gesehen war, man macht uns ja nichts vor, um Gefahren zu minimieren. Da kam die Zeit der Zooms, der Webex, der Teams, der Skype-Gespräche. Ja, sie sind alle gut. Also man kann was draus machen, um Gottes Willen. Sie verkürzen Reisezeit. Wunderbar. Früher hatte ich vielleicht zwei Termine am Tag, wenn ich nach Osnabrück oder nach Stuttgart oder Frankfurt wollte, vielleicht nur einen am Tag. Heute kann ich vier, fünf Termine über diese digitalen Medien natürlich abgreifen. Und jetzt kommt das, was ich schon in den letzten Wochen erlebe, wenn man auch ein Unternehmen anruft. Ich habe schon ein paar Mal die Rückmeldung bekommen: Hey, endlich mal wieder einer, der nicht aus unserem firmeninternen Orbit ist. Es geht wieder weiter und man ist auch wieder willkommen. Auch wir, man merkt das bei den Teilnehmern. So schön digitale Trainings sind, können viel ersetzen, sparen Kosten, alles drum und dran. Sie sind anstrengender, aus meiner Sicht, und es geht viel verloren. Sie sehen mich jetzt hier nur so, aber ich bin der festen Überzeugung, Persönlichkeit und Eindruck, den man macht, der findet auch unterm Tisch statt und wie man komplett sich, Verzeihung, wie man sich komplett gibt. Es geht wieder ein Trend zurück, das finde ich gut. Viele Sachen werden wir behalten. Finde ich auch gut. Viele Sachen kann man sehr schnell erleben. Und der Akquisition hat es auch bis auf die ersten ein, zwei, drei Monate bei uns auf jeden Fall im Geschäft nicht viel abgetan. Oft hat man viel mehr Zeit für die Kunden. Viele Kunden haben dann auch gesagt: Ach ja, komm, ja, bei uns steht vieles still und ist ruhiger und wir sind nicht so draußen, aber lass uns doch jetzt mal über das Thema sprechen. Jetzt habe ich auch Zeit dafür. Also verschieden, wahrscheinlich noch regional und welche Branche, auf jeden Fall. Okay, danke schön. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich glaube, Sie haben vorhin den Begriff Akquise, der fiel schon häufiger, aber ich glaube auch schon Kaltakquise. Bin keine Vertrieblerin, darf ich vorneweg schicken und habe mich so ein bisschen hineingefühlt und gedacht, okay, ich würde mich fragen, was halten Sie denn von der Kaltakquise? Ein Wunderpunkt. War schon mal ein Wunderpunkt. Warum? Okay, es gibt dieses Wort, sonst steht es ja wahrscheinlich auch nicht im Duden drin. Kaltakquisition wird auch oft propagiert. Ich bin der festen Überzeugung, aus den Erfahrungen vom Training und von meiner eigenen Kundengewinnung, es gibt keine Kaltakquise. Es gibt sie nicht. Und Kaltakquise heißt, ich nehme mir das Telefonbuch von Osnabrück, lasse es auffallen, mache die Augen zu und gehe einmal da runter und lande bei Lieschen Müller. Ach, rufe ich Lieschen Müller mal an, das wäre kalt. Die Botschaft von unserer Seite, von meiner Seite ist, der Kontakt sollte mindestens lauwarm sein. Ich muss mich im Vorfeld damit beschäftigen. A, ist es meine Zielgruppe? Wie kann ich ihn ansprechen? Kommen wir bestimmt ja nachher noch drauf. Kernsatzbildung, das Wort hatte ich schon mal genannt. Der Kunde sollte merken, ich bin nicht der 25. von 30, die heute von Dresden oder vom Schulze Meier Müller angerufen werden, sondern der hat sich mit mir beschäftigt und das ist individuell, was er mit mir jetzt macht in der Ansprache. Darum, es gibt das Wort, aber der Kontakt sollte mindestens lauwarm sein. Sehr schön. Und was wären denn so Ihre Tipps? Wie bekomme ich denn ganz gut den Fuß in die Tür bei meinen Kunden, die mit denen ich lauwarm in Kontakt bin? Lauwarm, jetzt haben wir ein Wort. Jetzt haben wir ein Wort. Nein,
wiederum, Vorbereitung ist auch bei der Akquisition, Vorbereitung ist die Zwillingsschwester des Erfolges. Ob es beim persönlichen Kontakt ist, ob es in der Argumentation, in der Präsentation oder nachher auch beim Abschluss ist, wenn man diese kompletten Vertriebstrichter, Sales Funnel mal durchgeht, die einzelnen Phasen, die dort stattfinden. Und gerade auch in der Akquisition, dieses Telefonhörer unter Umständen zur Hand nehmen oder eine Mailing machen. Alles andere als uniform sollte es sein. Googeln Sie mal Ihren Kunden. Googeln Sie mal Ihren Kunden. Und so, dass wir in den Einstieg gehen, der Kunde merkt, hups, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für mich sind interessant, das ist der Vorteil von uns, ich bin der festen Überzeugung, 95% der deutschen Unternehmen kennen ProManagement nicht. Also ich habe ein riesen Akquisepotenzial. Es ist ja nahezu unerschöpflich in Deutschland oder auch europaweit. Ich spreche gerne mit Personalern. Klar, weil die haben Budgets da liegen, um Trainings zu vergeben. Oder auch mit Vertriebsleitern. Und ich bin zum Beispiel ein Freund, ich bin noch ein klassischer Zeitungleser. Ich habe eine Zeitung im Abo, das ist die Rheinzeitung hier aus Koblenz. Und habe oft Samstag, so jede zweite, dritte Woche, habe ich allein mal 4 Zeitungen da liegen. Das ist dann noch die Rheinische Post aus Düsseldorf, der Kölner Stadtanzeiger, Verzeihung, und die Frankfurter Allgemeine. Und ich suche da nicht 4-mal den Sportteil in den 4 Zeitungen, sondern es gibt noch klassisch Stellenanzeigen. Da gehe ich doch einfach mal durch. Und da sehe ich die Firma XY mit Sitz im Taunus, die sucht Leute für den Außendienst in Thüringen. Und das ist mein Einstieg in das Gespräch. Montags, Dienstags, und da haben Sie oft noch einen Ansprechpartner. Für erste Fragen steht Ihnen Herr oder Frau XY parat. Montags, Dienstags rufen die Bewerber an, was denn lieber wäre, was drin sein muss, welche Zeugnisse und Fragen zum Unternehmen. Und mittwochs rufe ich an. Mittwochs rufe ich an und nehme darauf Bezug. Frau, ich hoffe, wir haben jetzt keinen Schulze oder Müller dabei, wenn ich dem sage, um niemanden nachzugehen. Aber Frau Müller, in der Rheinzeitung, in der Frankfurter Allgemeinen, in der Rheinischen Post, von Samstag habe ich gesehen, Sie bauen gerade ein Vertriebsteam auf in Thüringen. Und die erste Frage, die zurückkommt, wollen Sie sich bewerben, Herr Dresen? Nee, das können gerne andere. Aber was unternehmen Sie heute schon, um die Leute, die bei Ihnen sind, die an Ihr Unternehmen zu binden und weiterzubilden? Und schon bin ich mit denen im Dialog. Mein Gegenüber merkt, ach, der ruft jetzt nicht einfach 30 Firmen des Maschinenbaus an, sondern der hat sich mit mir beschäftigt. Das können Sachen sein wie, ich gehe auf deren Internetseite mal und sehe, die haben ein neues Produkt, die planen eine neue Logistikhalle, die planen, neue Mitarbeiter einzustellen, eine neue Unternehmensphilosophie. Ich brauche einen Anhaltspunkt, wo ich ihn darauf ansprechen kann. Weniger über mich erzählen, wie was für ein toller Hecht ich bin oder was für ein großartiges Unternehmen ProManagement ist, sondern zeig dem Kunden, du interessierst dich für ihn, und du hast dich mit ihm beschäftigt. Du weißt, wo die Richtung hingeht, um Ansatzpunkte im Vorfeld zu finden. Also blind anrufen, da sind wir wieder bei dem Wort Gehalt, halte ich für gefährlich und letztendlich zeitraubend und frustrierend. Und wenn Sie dann von 10 Telefonaten 9-mal eine Absage bekommen, weil es aller Welt Gerede ist, bin ich der festen Überzeugung, bekommen Sie kaum einen Fuß in die Tür. Und jetzt sagen Sie, also schauen Sie auf den Kunden, Internet, Zeitung, wie auch immer. Gibt es etwas in der Vorbereitung, was noch unbedingt erledigt werden muss? Muss ich mich irgendwie auch als Vertriebler vorbereiten, in Szene setzen? Oder was gibt es eventuell noch für Tipps, um sich gut auf solche Gespräche vorzubereiten? Also neben der ganzen Recherche, die man macht, auch da, wir Rheinländer sagen immer, jeder Jeck ist anders, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders. Eine Sache, ich schaffe mir ein ruhiges Umfeld. Wenn ich im Büro bin, wir arbeiten auch viel, schon ohne Corona in Homeoffice, aber das Umfeld, dass auch jetzt nicht auf einmal die Katze da rumläuft oder meine Kinder mich ablenken in dem Moment. Das sind Zeiten, und ich, also ein ruhiges Umfeld, wo ich ungestört arbeiten kann. Und die Erfahrung habe ich gemacht, Akquisition, Neukundengewinnung ist nichts zwischen Tür und Angel. So nach dem Motto, Mensch, es ist jetzt 10 vor 12, ich rufe nochmal 3 Leute an, weil gleich ist Mittagspause. Setzen Sie sich Blocks. Ich setze mir auch Blocks. Und ich nehme mir auch dann vorbereitet Termine oder potenzielle Kunden 10 Stück. Und dann hat man manchmal 20 Telefonate,
2 Stunden lang und telefoniere die durch. Und fürs Thema Erfolg und Frustrationsbewältigung, wenn ich dann eine Liste von 10 Leuten, 10 spannenden Unternehmen habe und bei der Nummer 8 bekomme ich einen Termin, mache ich Schluss. Hören Sie bitte mit einem Erfolgserlebnis auf. Mit einem Erfolgserlebnis. Das heißt jetzt nicht, beim ersten Anruf bekomme ich schon einen Termin und sage, der Tag ist gelaufen, ist alles durch, Ziel erreicht. Aber immer versuchen, mit einem Erfolgserlebnis aufzuholen. Dann wird diese Frustrationshürde ein Stück weit weniger. Wenn immer mit Misserfolgen, dann wird es schwer, den Hörer in die Hand zu nehmen. Und gibt es passende Zeiten, also Uhrzeiten oder Tageszeiten, wo es sich vielleicht erfahrungsgemäß besser handeln lässt, das Thema Neukundengewinnung? Wissen Sie, aus meiner Sicht heraus, die beste Zeit der Akquisition, der Neukundengewinnung ist jetzt. Immer. Ist jetzt. Viele suchen Ausreden, warum es nicht geht. Natürlich gibt es klassische Kernzeiten, die sind auch unterschiedlich von Branche, Region. An Feiertagen, glaube ich, brauche ich nicht anrufen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Montagmorgen gemacht, weil viele Entscheider in dem Montagmorgen, warum auch immer, dann erst ihre Woche organisieren oder noch Erlebnisse vom Wochenende haben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, was andere sagen, geht gar nicht Freitagnachmittag. Aber Freitagnachmittag erreiche ich, oder Nachmittag jetzt nicht um 5 oder 7 oder 6, erreiche ich noch viele Leute, die dann, wir nennen es im Management, ihre Zeit für sich selbst nehmen und Sachen organisieren, auch für die kommende Woche sind erreichbar. Und eine gute Zeit bei mir, nochmal, nur Erfahrungswert, das kann bei Ihnen in den Branchen überall ganz, ganz anders sein. Ein Erfahrungswert ist bei mir, morgens zwischen 8 und 9 habe ich hohe Quoten. Weil die Entscheider, die ich haben möchte, die ich sprechen möchte, ab 9 Uhr in die Meetings gehen. Ab 9 Uhr in die Meetings gehen, vor 9, kurz vor Mittag und nach 16 Uhr, 15:30, 16 Uhr, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, rein von der Erreichbarkeit. Von der Erreichbarkeit her. Und gibt es Wege, die Sie uns vielleicht ein bisschen aufzeigen können, wie Sie neue Leute kennenlernen, wie Sie Ihr Netzwerk vergrößern, die vielleicht nicht ganz klassisch sind oder irgendwelche Ideen haben, die nicht ganz gängig sind? Wie gehe ich da vor? Ja, okay. Einfach, manche sagen das Gesetz der großen Zahl. Ich nehme mal Branchenbuch oder kaufe irgendwo irgendwelche Adressen her. Macht mir wenig Spaß, sage ich Ihnen ganz ehrlich, macht mir sehr wenig Spaß, weil oft frustrierend ist. Ich bin hoffentlich bald wieder, ich war immer ein Freund von Messen als Besucher, weil gerade da auf den Fachbesucher- und Pressetagen, wo man ganz leicht akquiriert werden kann, legitimiert werden kann, akkreditiert, jetzt habe ich das Wort, akkreditiert werden kann, da sind oft die Entscheider und ich nehme mir als Beispiel dann sehr oft Messen, die mich nicht interessieren. Also ich bin, mein Hobby, meine Leidenschaft seit mittlerweile 48 Jahren ist das Schlagzeugspielen. Ich gehe nicht akquirieren auf der Frankfurter Musikmesse. Weil da würde ich vor irgendeinem Instrumentenstand hängen und käme nicht zu akquirieren. Ich nehme gerne Sachen, die nicht so mein Thema sind. Bei mir ist es zum Beispiel die Caravan-Messe. Ich bin nicht der Camper. Die Gefahr ist gering, dass ich da vor einem Hümermobil liege und anfange zu schwitzen oder so. Jagd und Hund ist so eine Messe, weil man findet auf einem Ort in einer Halle so viele oder in vielen Hallen so viele Entscheider an den Nichtbesuchertagen. Und mein Ziel ist es da immer, du musst in den Bereich des Caterings kommen. Wenn du da bist, dann bist du weit. Wie man da hinkommt, das sind dann halt auch so Sachen der Kernsatzbildung. Messen sind sehr interessant, Veranstaltungen, gerade im regionalen Bereich habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und trainiere es auch sehr oft in Brainstorming, in Kreativitätstechniken mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht im regionalen und überregionalen Bereich auch mit Veranstaltungen der Banken. Banken, egal ob es die Commerzbank ist, die Sparkassen, die Volksbanken, um nur mal welche zu nennen, die machen ganz tolle Veranstaltungen, ob es im kulturellen Bereich ist, im politischen Bereich auch, Vorsicht, Tabuthema, oder auch im sportlichen Bereich. Und da einen guten Draht zu haben zu dem Firmenkundenberater des jeweiligen Hauses. Weil die öffnen einem oft die Türen. Ich nenne als Beispiel, ich hoffe, ich darf das nennen, Frau Schürmann, ich nenne als ein Beispiel
Die Commerzbank habe ich einige Jahre lang sehr intensiv trainiert und habe heute auch noch sehr oft damit zu tun. Die haben wunderbare Veranstaltungen, die sogenannten Unternehmerperspektiven. Das ist eine regionale Veranstaltung in Koblenz, in Köln, in Berlin, Hamburg, überall. Und das ist das Who is Who des Mittelstandes. Und sie werden aber sehr oft moderiert von Jan Hofer, der Chefsprecher früher der Tagesschau. Und da ist, da lernt man das Who is Who kennen. Und dazu eingeladen zu sein, mein Firmenkundenberater nimmt mich mit. Und dann frage ich den einfach, hör mal, oder hör, eine Bitte habe ich, wen muss ich hier kennenlernen? Und dann geht der mit mir an zwei, drei Tische. Und toller Mittelständler sitzt hier aus der Region, aus anderen Regionen. Tolle Kontakte, man hat sich gesehen, Karte austauschen. Konkreten Verbleib, nicht nur einfach Karten verteilen, sondern konkreten Verbleib, ist es für Sie in Ordnung? Nächste Woche sprechen wir mal zum Thema, wir telefonieren mal, machen einen separaten Termin. Das mache ich gerne. Presse hatte ich eben angesprochen. Und immer mehr kommt in den letzten Jahren, auch in meinem Alter, Social Media zum Zuge. Das trainieren wir auch sehr, präsent zu sein, aber nicht nur präsent zu sein mit schönen Bildern, sondern präsent zu sein mit Themen. Mit Themen präsent zu sein und die Leute dort, ob es LinkedIn, Xing, Facebook, bis hin zum WhatsApp-Status, wenn er geschäftlich ist, die Leute auffordern, mit einem in Dialog zu treten. In Dialog zu treten. Okay, danke schön. Ja. Jetzt haben Sie es vorhin angesprochen, Thema Terminvereinbarung. Wenn Sie denn dann jetzt vereinbart haben, nächste Woche telefonieren wir mal zusammen, ja, nutzen Sie für diese Telefonate irgendwelche Leitfäden oder haben Sie etwas, an dem Sie sich immer dran entlanghangeln? Denn vielleicht ist das etwas, was sich als Routine ganz gut bewährt hat. Frau Schumann, Sie haben heute die wunderbare Art, meine Schmerzpunkte zu drücken. Eben schon mit Kaltakquise und jetzt mit so einem Leitfaden. Also ja, Leitfaden, ich vermeide dieses Wort. Auch im Training und gegenüber meinen Kunden, weil Leitfaden hört sich immer so an, wie ich habe hier so ein Blatt Papier und da handle ich mich von, gehe von oben bis unten durch, da werde ich zum Nachrichtensprecher. Professionelle Leute, aber nicht mein Job. Ja, das wirkt oft sehr gestellt. Ich habe Erfolgsfaktoren. Ich habe Erfolgsfaktoren, die ich in der Akquisition beim Telefonieren benutze. Und zum Beispiel neben mir legen, wir arbeiten bei ProManagement sehr oft mit solchen Merkkarten. Das ist zum Beispiel eine Merkkarte zum Thema Termin vereinbaren. Und da haben Sie hinten, mein Gott, nennen Sie es ruhig, einen Leitfaden. Was sind die Erfolgsfaktoren, um auf Entscheiderebene wirklich seine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen? Vorbereitung haben wir darüber gesprochen. Ein aus meiner Sicht kapitaler Fehler, der oft gemacht ist, viele Menschen rufen an, mein potenzieller Kunde hebt ab und dann fangen die an zu erzählen über die heile Welt ihres Unternehmens, fangen an sich vorzustellen und was sie alles gut können. Und ein Detail nur, der Mensch hebt ab, begrüßen Sie ihn doch erstmal mit dem Namen. Guten Tag, Herr Meier. Jeder Mensch hört seinen Namen gern. Geht erstmal in Vorleistung, grüßt den anderen mit Namen. Und dann melde ich mich mit meinem Namen. Da sagen viele, das kann ich telefoniere schon seit Jahren. Aber bei dieser Namensmeldung, da hört man Sachen unfassbar. Da kommen diese James-Bond-Varianten. Mein Name ist Dresden, Christoph Dresden. Vollkommen weg, vollkommen raus. War mal lustig in den 70ern vielleicht. Die Botschaft ist, viele nennen erst ihren Namen und dann die Firma. Also hier, Dresden von ProManagement. Was bleibt beim Gegenüber haften? ProManagement. Okay, und die können mich nachher nicht ansprechen. Und als Vertriebler habe ich doch den Anspruch, ich möchte ziemlich schnell, dass die wissen, mit wem sie gesprochen haben. Der Name ProManagement, der Name meines Unternehmens, fällt noch öfter in den Telefonat. Darum unser Tipp, ProManagement AG, Christoph Dresden. Die Wahrscheinlichkeit ist die sogenannte Haftwirkung des Letztgenannten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass mein Gesprächspartner sehr schnell meinen Namen hat. Und dann einfach mal auch eine Pause zu machen. Bis dahin hat Ihr Kunde, potenzieller Kunde, vielleicht noch gar nichts gesagt. Lassen Sie ihn doch auch mal, geben Sie die Möglichkeit, dass er Sie begrüßt. Und dann kommen wir zum Thema der Sache. So ein paar Formalien vorneweg. Ja, ich habe, wenn Sie es so gerne möchten, einen Leitfaden. Aber der ist immer sehr individuell. Sehr individuell und steht und fällt mit den Informationen, die ich im Vorfeld habe. Weil was danach passiert, der sogenannte, wie gesagt, Kernsatz, da kommt es drauf an.
Machen Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber, was im Kopf Ihres Kundens abläuft, wenn Sie anrufen? Denn ich kann mir vorstellen, dass dann ja auch häufig vielleicht gerade der Anruf unpassend ist oder man muss irgendwie in ein Meeting. Also ist das etwas, womit Sie sich beschäftigen? Dass man so seine ein, zwei, drei Ausstiegsszenarien hat. Ausstiegsszenarien hat. Wie ist, Sie sprachen von der Situation, in der der Kunde sich befindet. Sie haben ihm gegenüber einen Vorteil und auch einen Nachteil. Und das ist je nachdem, wie man es spiegelt. Aber einfach mal sich in die Rolle des Kunden versetzen. Wir als Anrufer, wir wissen, wir haben gleich den Siegfried Müller der XY GmbH dran, mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder seine Assistentin. Oder Assistenz, sorry, General, seine Assistenz dran. Wir wissen aber nicht, wo wir ihn erwischen. Erwischen wir gerade, er hat alle Zeit der Welt und wäre auch bereit für ein Gespräch, oder erwischen wir ihn gerade in der Situation, dass er gestresst ist, dass er gerade ein Konfliktgespräch mit Mitarbeitern hatte, dass ihm gerade selber ein Auftrag flöten ging oder was auch immer. Wir wissen nicht, wo wir ihn erwischen. Und darum diese ersten Sekunden dazu nutzen, sprechen Sie ihn mit Namen an, er kann sich auch. Und sowohl bei der Akquisition als auch beim kompletten Vertrieb habe ich die Erfahrung gemacht, ist mein Bild folgendes: Die meisten Hürden, die wir in so einem Vertriebsprozess überspringen müssen, ich bin der festen Überzeugung, die Mehrzahl der Hürden bauen wir uns selber auf. Das sind solche Fragen wie, wir haben uns bis jetzt, haben ihn nur angesprochen und es vorgestellt, und dann kommt aus meiner Sicht die überflüssigste Frage bei einer Akquisition: Haben Sie gerade Zeit? Durch diese geschlossene Frage geben wir dem eine Möglichkeit, eine Tür aufzumachen und abzuhauen. Der kann alle Zeit der Welt haben. In dem Moment guckt er auf die Uhr und sagt: Ne, wenn ich so recht überlege, habe ich keine Zeit. Störe ich gerade? Ja, klar. Lassen Sie es weg. Beginnen Sie mit Ihrem Thema. Einer, der wirklich keine Zeit hat, wird Ihnen das schnell signalisieren: Mensch, Herr Dresden ist gerade unpassend. Ich gehe in ein Meeting. Alles klar, wann sind Sie besser zu erreichen? Ich bin manchmal ein bisschen hardcore drauf. Letztendlich sage ich immer, wenn er keine Zeit hat, wieso hebt er ab? Aber okay. Ne? Beginnen Sie mit Ihrem Anliegen, und wenn er keine Zeit hat, wird er Sie schon unterbrechen, ohne dass man losposaunen, wird er Sie unterbrechen. Aber wir machen uns Türen auf. Störe ich gerade? Ja, klar. Wenn Sie schon so fragen, stören Sie auf jeden Fall. Ne? Wir sind ja Zeitdiebe. Wir sind auch ungewollt da. Wir sind Zeitfresser. Wir wollen einen Termin. Jetzt Zeit klauen und nachher Zeit klauen. Nochmal bei einem Termin. Und dass wir nicht gerade die beliebtesten immer sind, ist doch klar. Die warten nicht alle auf uns. Und genau, und da gibt es sicherlich irgendwie Einwände des Kundens, jegliche Einwände, die man sich da so vorstellen kann. Aber ich habe mich gefragt, wie entscheidend ist meine persönliche Wirkung am Telefon und wie kann ich diese gerade mir persönlich auch bewusst machen oder auch trainieren oder mir bewusst machen, welche Wirkung will ich denn wirklich hinterlassen? Und was kann mir dabei helfen? Haben Sie da Tipps zu, sich irgendwie so ein bisschen mehr sein eigenes Selbstbild zu offenbaren? Oder was ist da vielleicht ganz hilfreich? Also wir beide im Vorgespräch noch das Thema Psychologie, erinnere ich mich noch daran, als wir uns unterhalten haben vor einigen Wochen. Und viele unserer Trainings, wenn nicht sogar alle Trainings, die wir machen, basieren auf unserer persönlichen Wirkung. Wir machen Wirkungs- und Verhaltenstrainings, und die persönliche Wirkung, das ist eine der wenigen Theorien, die wir wirklich in Trainings reinbringen, sind die sogenannten Wirkungsgrundsätze von Freud, von Sigmund Freud und seinem Schüler C.G. Jung. Der erste Wirkungsgrundsatz ist der: Wir wirken immer. Wir haben keine Chance, uns unserer Wirkung zu entziehen. Wir wirken immer. Ich sehe hier einige Namen und ohne Bilder dabei, aber die Damen und Herren wirken doch auf mich. Sie wirken auf mich allein schon, dass sie anwesend sind oder vielleicht nicht anwesend sind. Und eine zweite Sache, der zweite Wirkungsgrund, also unser Ziel muss es sein, auf authentische Art und Weise eine Positivkette auszulösen, auf authentische Art und Weise Pluspunkte beim Kunden zu bekommen. Und das sind dann oft verbunden mit dem zweiten Wirkungsgrundsatz, die Pflege der Details. Sich immer wieder zu überprüfen gegenüber meinem Kunden, gegenüber meinem potenziellen Kunden: Wie pflege ich die Details? Das sind so Details wie einen Menschen mit falschen Namen ansprechen. Stellen wir uns mal vor, wir sprechen einen Menschen an und er ist noch niemals ein schwieriger Name, verdrehen zwei Buchstaben, was auch immer, oder ihn gar nicht mit Namen anzusprechen. Und nachher verabschieden wir ihn auch noch mit dem falschen Namen. Da denkt der Kunde sich doch: Mensch, war ein tolles Gespräch jetzt mit ihm.
Aber wie will der mit mir Geschäfte machen? Der kann sich nicht mal meinen Namen merken. Das ist wahrlich nicht der schwerste Name unter Gottes Sonne. Das sind solche Sachen, Pflege der Details. Unsere Kunden haben sehr sensible Antennen, wie wir die Details pflegen. Das sind so Sachen. Wie vorbereitet ist er? Oder kommt er ganz offen und will offen vor die Pumpe laufen? Wie ist seine Erreichbarkeit? Das sind so Sachen wie Pflege der Details. Wer legt zuerst auf bei so einem Telefonat? Schon mal jeden Gedanken darüber gemacht? Ich lasse immer den Kunden zuerst auflegen, weil er ist vielleicht froh, mich los zu sein. Er wird auch zuerst auflegen. Aber in dem Moment könnte ich doch Sachen verpassen. Ich lege vor Freude schon auf und er sagt, ach, Herr Dresen, ich hätte da noch zwei Fragen. Ach, weg ist er schon. Also diese Geschichten und das ist der dritte Wirkungsgrundsatz, ist dieser, wir können bewusst auf das Unterbewusstsein unseres Partners einwirken. Und da geht es auch um solche Formulierungen, solche Negativformulierungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann Sie alle auffordern, die Damen, die Herren, bitte denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Und wir haben alle den rosa Elefanten im Kopf. Und unser Hirn ist weder in der Lage, das Wort nicht noch das Wort kein zuzuordnen. Die existieren nicht, sind ohne Emotion für unser Hirn. Wie oft sagen wir aber, auch in solchen Gesprächen, lieber Kunde, wir sind nicht zu teuer. Was bleibt haften? Teuer. Lieber Kunde, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Was bleibt haften? Keine Angst. Angst bleibt haften. Sorry. Oder lieber Kunde, ich will Sie nicht über den Tisch ziehen. Wir sagen oft dem Kunden, was wir nicht machen, und das bleibt haften bei ihm. Und das noch in einer Kombination, dem Kunden aufzusagen, kein Problem, wir meinen es gut. Was bleibt haften am Kunden? Problem, Problem, Problem. Problem ist ein Wort, was emotional, es gibt eine Skala von minus 100 bis plus 100, höchst negativ belastet ist. Der Kunde denkt sich nachher, in das Gespräch mit dem Herrn Dresen ging ich rein komplett ohne Probleme, aber mit ganz vielen ging ich wieder raus, weil er hat sie mir eingeredet. Wir können bewusst aufs Unterbewusstsein wirken und sich da immer wieder zu überprüfen. Und eine Sache noch, ich hatte dieses Thema Authentizität, gebe ich meinen Teilnehmern auch immer mit in die Hand, wenn die, auch, an die Hand, wenn die bei mir im Training sind. Ich sage, liebe Leute, bleibt ihr selbst. Fangt nicht an, irgendwas vorzuspielen. Gerade im Vertrieb, sorry, da laufen genug Hampelmänner und Kasper rum, die diesen Heidi-Term und das da machen. Ich sage immer, auch nach so einem Training oder nach mehreren Trainingstagen, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr kommt morgen zu einem Kunden hin und der Kunde sagt zu euch, Herr Meier, Sie reden heute so geschwollen, gestern wieder Training gehabt. Das wollen wir vermeiden. Bleiben Sie sich selbst, damit hatten Sie Erfolg. Bisher hoffentlich und wahrscheinlich. Und ich sichere Ihnen zu, werden Sie auch noch sehr lange mit erfolgreich fahren. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf Sie gerne hier auch noch mal erinnern, wenn Sie konkrete Fragen haben, die hier im Chat zu stellen oder auch nur Ihr Mikro zu öffnen, dass wir Sie da gut abholen und Sie wirklich auch Ihre Mehrwerte hier ja, an diesen einen Haken machen können nach den Minuten hier mit uns zusammen. Bis dahin, Herr Dresen, Sie haben es vorhin schon mehrfach gesagt, die Kernsatzbildung, das haben Sie erwähnt und das steht hier bei mir auch auf meinem Zettelchen. Was bedeutet denn ein individueller Kernsatz? Also, als ich Anfang der 90er meine erste Verkäuferausbildung nach dem Studium hatte, erinnere ich mich noch wie heute daran zurück, ja, im Stuttgarter Raum dann sehr lange, wurde man zum Verkäufer bei dem Unternehmen auch ausgebildet, über ein halbes Jahr nach seinem Studium. Und ich weiß noch wie heute, da kam ein Trainer rein und dem machte wir Akquisitionstraining und der sagte zu uns, liebe Teilnehmer, passen Sie jetzt auf, ich habe den einen Satz. Mit dem kriegen Sie jeden Termin. Wir alle die Blöcke raus, schreiben mal mit. Jetzt sind wir gemachte Leute. Und da kam der, lassen Sie es nur mal auf sich wirken, kam der mit folgender Variante. Er sprach mich auch an. Ich erinnere mich wie heute. Herr Dresen, mein Groß, also so wollte er mich empfangen am Telefon. Herr Dresen, mein Großvater hat schon immer gesagt, ich prüfe jedes Angebot, was auf meinen Tisch kommt, weil es könnte das Angebot meines Lebens sein. Darum prüfen Sie mich jetzt. Jetzt stellen Sie sich mal wirklich vor, Sie werden angerufen von irgendwem, der Ihnen was verkaufen möchte und der kommt mit so einem Spruch. Wollen Sie einen Termin mit dem? Obwohl auf der anderen Seite, man möchte so einen Vogel mal kennenlernen, weil viele Termine hat er nicht mit so einem Spruch. Das sind Allerweltsprüche. Das sind Allerweltsprüche. Dieser Kernsatz, und das gehört wieder zur Vorbereitung, sollte individuell sein. Und da, der besteht aus drei Bausteinen. Der erste Baustein ist, wir brauchen einen positiven Einstieg. Das meinte ich eben damit, der Kunde soll merken, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Der beste aller Einstiege ist, lieber Herr Schulze, ich rufe auf Empfehlung von Herrn Meier an. Alles klar, Thema Weiterempfehlung, klasse. Damit steigern Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie Gehör finden.
Das sind positive Einstiege wie eben die Pressegeschichte. Ich habe gesehen, Sie suchen. Auf Ihrer Internetseite habe ich gesehen, Sie erweitern im Standort so und so. Ich habe gesehen, Sie haben ein neues. Beschäftigen Sie sich mit ihm. Beschäftigen Sie sich mit ihm, weil der hört doch gerne, was auf seiner Internetseite. Der nimmt doch gerne wahr, dass Sie wahrgenommen haben, ihn. Wir haben uns kurz kennengelernt auf der Messe XY. Also diesen positiven Einstieg zu haben, ein Thema in einem Satz, und dann ist der zweite Baustein, dass wir direkt zum Ziel kommen. Wir trainieren das sehr oft mit den Teilnehmern. Sagen wir, komm, ruf mich doch mal an. Ruf mich mal an, versuch bei mir einen Termin zu bekommen, lieber Teilnehmer. Und dann fangen die an. Ja, wir sind der Branchenführer hier in der Regierung zum Thema IT, zum Thema dies und jenes. Und irgendwann fange ich als Trainer an, laut zu denken, was die Kunden oft nicht machen. Ich stelle nur die Zwischenfrage. Mensch, worum geht es denn jetzt? Und dann sagen die, ja, ich will einen Termin. Ich sage, dann kommen Sie doch endlich mal auf den Punkt. Also sprich, positiven Einstieg zu haben, sich beschäftigt zu haben, ein Thema zu nennen, zum Ziel zu kommen. Lieber Kunde, mein Ziel ist es, Sie persönlich kennenzulernen. Sie persönlich kennenzulernen. Und wann gibt er uns einen Termin? Das ist der dritte Baustein, wenn er sieht, was hat er für ein Resultat, was hat er für einen Nutzen. Lieber Kunde, Resultat des Gespräches soll es sein. Danach können Sie entscheiden. Reden wir nochmal mit Pro-Management? Sollen wir Ihnen mal ein Angebot machen, eine Konzeption erstellen oder nicht? Das ist immer, sind die Kernsätze und da gibt es alles andere als den einen. Also einen positiven Einstieg, direkt zum Ziel und ein Resultat und Nutzen für den Kunden. Ziel dieser Telefonate, aus meiner Sicht, ist es, gerade wenn die ersten Telefonate sind, nicht die heile Welt der Unternehmen, der Produkte. Das möchte ich im Termin machen. Das möchte ich im Termin machen. Sondern Ziel des Telefonates ist, unten habe ich einen Termin, kommen Donnerstag 14 Uhr bei ihm im Besprechungsraum C. Also diese drei Komponenten, das ist der berühmt-berüchtigte Kernsatz und der ist immer sehr individuell. Der ist sehr individuell. Okay. Dankeschön. Jetzt fragt uns einer der Teilnehmer, ob Sie noch einige Tipps zum Thema Preisverhandlung für ihn hätten. Er setzt nochmal so ein paar Stichworte da in Klammern. Anker setzen, Preis verteidigen und das Stichwort Preissandwich. Das Stichwort was? Preissandwich? Sandwich, mhm. Okay, ja. Also Thema Preis ist ja immer das Thema, was sehr oft kommt. Klar, im Vertriebstraining so und so, da warten noch viele Teilnehmer drauf. Vielleicht 3, 4, 5 oder mehrere Anmerkungen, ich weiß nicht, wie ich will es werden. Ich versuche jetzt mal so einen Trainingstag zu kapitulieren, das machen wir alles rund um den Preis. Ich bin der festen Überzeugung, Preis ist ein wichtiges Thema für eine Kundenentscheidung, ist ein wichtiges Thema. Und gleichzeitig, die Damen und die Herren, bin ich auch der festen Überzeugung, es ist nicht das einzige Thema. Wäre Preis das einzige Thema, sich zu entscheiden für Ihr Unternehmen, Ihre Produkte oder Ihren Marktbegleiter, wie viele Kunden hätten Sie noch? Wahrscheinlich würden sich viele von Ihnen hier wegklicken, weil sie sagen, wir sind alles andere, als Sie billig haben auf dem Markt. Preis ist ein wichtiges Thema, nicht das einzige. 3, 4 Tipps dazu. Je besser wir vorher gearbeitet haben, je besser wir einen Bedarf analysiert haben, je professioneller auf Augenhöhe wir einen ersten Termin gemacht haben, je besser wir argumentiert haben, je besser wir vielleicht mit seinen anderen Einwänden umgegangen sind, umso weniger spielt der Preis nachher eine Rolle. Er spielt eine Rolle. 3 Tipps. Der erste Tipp, setzen Sie, wenn möglich, das Thema Preis so weit wie möglich ans Ende. Es gibt Verkäufer, die können nur über den Preis verkaufen. Und wenn ich das muss, brauche ich kein Verkäufer mehr zu sein, dann mache ich eine Lotterie auf. Ist nicht immer möglich, aber versuchen Sie es. Sprich lieber über Inhalte. Über Inhalte, Preis hin, der kommt irgendwann. Das Zweite, natürlich je nachdem, in welcher Branche Sie sind. Vermeiden Sie das Wort Preis. Wenn wir mal wieder wirken aufs Unterbewusste gehen. Preis ist immer etwas Böses. Ist eine Strafe, die ich zu zahlen habe. Geht in die Vergangenheit. Sprechen Sie doch lieber mal von einer Investition. Lieber Kunde, deine Investition beträgt. Nur mal vom Wording her. Es gibt eine Return on Invest. Eine Return on Price habe ich noch nie gehört. Investition ist in die Zukunft nach vorne. Das können Sie nicht machen bei 2 Brötchen, die Sie verkaufen. Die Investition für Ihre beiden Mohnbrötchen beträgt 64 Cent. Kommt nicht so authentisch rüber. Aber gerade bei den Gütern, die oft wahrscheinlich Sie auch anbieten. Und das Dritte ist, ja, das ist der Einwand zu teuer. Der kommt ja nachher irgendwann. Sie sind zu teuer, Ihr Preis ist nicht marktkonform. Alles okay, alles gut.
Ein Mensch, der Ihnen das sagt, zu teuer, ist oft ist ja ein Pauschalangriff. Der sagt zu teuer, zu billig, zu heiß, zu kalt, zu dick, zu dünn, zu schwer, zu leicht. Ein Mensch, der sagt zu teuer, was hat er gemacht? Kann ich Ihnen sagen, der hat verglichen. Bis dahin wissen Sie aber nicht, womit er vergleicht. Sprich, die erste Frage sollte doch sein, lieber Kunde, okay, Preis ist ein wichtiges Thema, du sagst zu teuer, womit vergleichst du das denn? Und ich sage Ihnen hier aus dem Stegreif, drei Vergleiche, die er mindestens hätte machen können. Zu teuer zum Wettbewerb, was oft der Fall ist, ist eine Sache. Zu teuer zu euren Preisen von 2017 oder zu teuer für mein Budget. Und das ist doch eine ganz wichtige Gabelung, wo wir dann kommen. Vergleicht er hier Äpfel mit Äpfeln oder Äpfel mit Birnen? Und bei Äpfel mit Äpfel meine ich nicht Cox Orange mit Granny Smith. Da meine ich Rubinette mit Rubinette, am besten noch vom gleichen Stamm. Sobald er Äpfel mit Birnen vergleicht, da kommen wir doch in die Argumentation. Was halten Sie von, wir legen mal nebeneinander, wo wir uns unterscheiden, beziehungsweise was wir vielleicht rausnehmen können. Was wir rausnehmen können. Wenn es Äpfel mit Äpfel ist, das hat man oft im Parallelmärkten. Ich habe das in der Reifenindustrie sehr oft erlebt, als ich da in der Reifenindustrie unterwegs war. Da hatten sie ihr eigenes Produkt, was über europäische Parallelmärkte zu geringeren Investitionen rauskam. Und das ist Äpfel mit Äpfel. Haben wir noch eine Chance? Haben wir noch eine Chance? Viele fangen dann an, ja, aber denk mal an unseren Service und dies und alles. Sagt der Kunde, interessiert mich nicht. Nur noch einen Zwischenschritt und dann können Sie wieder argumentieren. Lieber Kunde, okay, auf dem Feld Preis habe ich gerade in dem Moment verloren. Wir Rheinländer sagen, gegen den Preis des anderen kann ich nicht anstinken. Was außer dem Preis ist dir noch wichtig? Und dann kommt der Mensch, ich möchte schon Made in Germany. Mir ist wichtig, auch eine Partnerschaft vor Ort zu haben. Mir ist es, und da gehe ich hin und gehe auf dieses Argument. Ja. Wenn Nachlass, dann bitte nur mit Gegenleistung. Auch da, ich gebe auch Nachlässe. Vom Wording her, bei uns werden Sie nie in einem Auftrag sehen, Nachlässe sind Premium-Vereinbarungen, die mit unseren Kunden schließen, weil die sind uns wichtig. Und Nachlass, er gab stets den höchsten Nachlass. Aber ich versuche immer, eine Gegenleistung einzufordern. Das kann Mengenerhöhung sein, Zahlungszielverkürzung, was auch immer. Dem Kunden dann ruhig mal zu sagen, Mensch, was gibst du mir an Nachlass? Nachlass, der Preis, lieber Kunde, bestimmst du in gewissen Bahnen, bestimmst du den selber. Wie kannst du mich motivieren, jetzt mit dem Preis runterzugehen? Wie kannst du mir dabei helfen? Fragen Sie den Kunden nochmal, die kommen auf gute Ideen. Hey, wir reden heute über den Standort Würzburg und wenn das gut klappt, dann reden wir noch über den Standort Frankfurt oder Heidelberg. Nein, okay, dann erhöhen wir die Menge. Okay, dann kann ich mir vorstellen, wenn du mir da ein Stück weit entgegenkommst, dass ich das Zahlungsziel verkürze. Wir werden es nicht immer schaffen, aber versuchen Sie bitte immer die Gegenleistung. Sandwich-Konzept, weil das viele, ja, Preise verpacken. Dieses Sandwich-Konzept halte ich viel, viel besser noch, wenn Sie Argumente bringen. Da, wenn Sie maximal 3 Argumente bei einer Argumentation auch für den Preis bringen, das Stärkste immer zum Schluss zu setzen. Haftwirkung des Letztgenannten. Das Zweitstärkste an die erste Stelle zu stellen, damit triggern Sie an. Und wenn Sie eine Lusche haben, ein Argument, das nicht so zieht, nehmen Sie das in die Mitte rein. Das ist auch Sandwich-Konzept und so auch mit den Preisen zu machen. Okay, danke schön. Dann haben wir eine weitere Teilnehmerfrage. Und zwar einem Teilnehmer, es wird immer verwiesen im Moment bei einigen Kunden auf einen Investitionsstopp und vertrösten dann auf irgendwann, auf später, welches später aber noch nicht genau absehbar ist. Er fragt konkret, welche Methoden könnten denn helfen, trotzdem in einer endlichen Zeit sozusagen einen Präsentationstermin mit dem Entscheider zu bekommen. Haben Sie da einen Tipp oder zwei? Also, wenn ein Investitionsstopp ist, ist ein Stopp. Dann ist es. Machen wir uns erstmal nichts vor. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, sage ich. Oft wird dieses Investitionsstopp aber nicht als Einwand genutzt, sondern auch als Vorwand. Als Vorwand genutzt im Sinne von, ich habe gar keine Lust auf dich. Gibt's, mein Gott, wir sind alles Menschen. Tipp an dieser Stelle, es gibt sogenannte Ich-Botschaften. Ich-Botschaft ist, also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann sagen, Sandra Schürmann ist die Du-Botschaft, du lügst. Da können Sie sofort sagen, stopp, Sie Handelsblatt, Seite 6. Ich kann aber auch sagen, Mensch, Frau Schürmann, ich habe dazu eine andere Meinung, dem können Sie erstmal nicht widersprechen.
Ich wecke Interesse, dass Sie meine Meinung kennenlernen. Also wenn einer kommt mit dem Investitionsstock und Sie vermuten dahinter, dass es eine Ausrede, ein Vorwand ist, dem Kunden doch ruhig mal zu sagen, lieber Kunde, Sie haben, mir hat es schon 3, 4 Mal auch gesagt mit dem Investitionsstock, ich habe die Botschaft auch mitbekommen, nicht du lügst, du hast keine Lust, sondern ich habe den Eindruck, da steckt was anderes dahinter. So, auch vielleicht kein Interesse. Und viele Kunden öffnen sich dann und sagen, Mensch, Sie haben den Nagel am Kopf getroffen, ich habe keine Lust auf den Termin, ich habe auch kein Interesse daran. Dann die Frage hinterher, nach vorne offen, was muss denn passieren, dass Sie sich mal wieder Zeit nehmen, dass Sie Interesse gewinnen, dass wir uns an den Tisch setzen. Und dann soll er spielen. Und dann soll er sagen, wenn Sie dieses leisten können, oder wenn Sie knackiges Angebot, und er kann auch sagen, da muss gar nichts mehr passieren. Ja, okay, dann habe ich den Entscheid. Bleiben Sie bitte dran, aber zwischen dranbleiben und penetrieren und lässt sich fallen ist ein dünner Grat. Immer wieder, okay, lieber Kunde, ich akzeptiere deine Meinung. Helfen Sie mir weiter, geben Sie mir noch ein Stichwort. Das könnte spannend werden. Und wenn er fragt am Investitionsstopp, wann geht es weiter? Klären Sie solche Sachen mit den Teilnehmern. Mit den Kundinnen und Kunden. Das ist jetzt, was mir spontan dazu in den Sinn kommt, Frau Schirmer. Und lieber Teilnehmer hier, Teilnehmerin. Es waren Teilnehmer, tatsächlich. Okay. Okay. Mit Blick auf die Zeit, liebe Gäste, wenn Sie noch eine Frage loswerden wollen, dann schreiben Sie die schnell in den Chat oder melden sich. Ansonsten habe ich hier noch einen Merker mir aufgeschrieben. In dem Gespräch, in dem wir beide uns kennengelernt haben, haben Sie von den 5 A's gesprochen in Vertrieb und Akquisition. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie die vielleicht hier schon verpackt haben oder ob das noch etwas ist, worauf wir kurz eingehen könnten. Ich spreche sehr gerne von den 5 A, also der Buchstabe A im Alphabet, die 5 A im Vertrieb. Das können auch die 5 A in der Akquisition sein. Und die 5 A stehen für angenehm, anders als alle anderen zu sein. Angenehm, anders als alle anderen. Und Sie können noch ein 6. A dazu, und dazu tun, das auf authentische Art und Weise. Warum? Ohne dem Kunden was vorzuspielen. Unser aller Kunden sitzen noch am Feierabend oder am Wochenende da und überlegen sich, Mensch, was ist denn diese Woche alles passiert? Da habe ich mit dem gesprochen, der hat angerufen, da hatte ich einen Termin. Und hey, da war der Franz Meier von der Firma XY. Der ist aber haften geblieben. Der ist ja mal am Punkt gekommen. Wir werden immer verglichen mit unseren, ich mag den Begriff Konkurrenten nicht, aber mit unseren Marktbegleitern werden wir immer verglichen. Und wenn es uns gelingt, ob es bei so einem Telefonat, in einem persönlichen Gespräch ist, dass wenn er zurückdenkt, sagt, das ist passiert, und da war die Schürmann. Mensch, sympathisches Gespräch, hatte was zu bieten, fachlich und auch von der Empathie her. Dann sind wir da auf dem weiten Weg. Es laufen genug rum, wir werden immer verglichen, seien Sie angenehm anders als alle anderen, die da rumlaufen. Und das auf authentische Art und Weise. Das meine ich immer mit der 5a. Okay, danke schön. Jetzt wird hier eine Frage noch hineingereicht, gerade ob Sie einen Tipp haben für Existenzgründer, die wirklich gerade erst mit dem Vertrieb beginnen, sich gerade erst selbst gefunden haben. Aber ein Produkt steht und die Idee steht, Unternehmensidee steht, also jetzt nicht technischer Sache mit Bank und Juristerei. Nee, genau, also wirklich Unternehmen steht, es kann losgehen, überall ein Haken dran, aber ich bin neu und unbekannt und mich kennt auch gar keiner und ich habe vielleicht wenig Erfahrungen oder Referenzen vorzuweisen. Mehrere Tipps. A, bin ich auch der festen Überzeugung, Unternehmen und Organisationen wie Vigos helfen da sehr weiter, ne? Also im regionalen Bereich. Definitiv. Definitiv. In der heutigen Zeit ist viel über Social Media auch, um Präsenz zu erlangen, viel über Social Media, die Kanäle zu nutzen, gerade dann auch regionale Kanäle. Es gibt überall die Xing-Stammtische. Es gibt von den Parteien und von Wirtschaftsvereinigungen gibt es immer wieder Runden online oder in Präsenz. So Vereinigungen wie Rotaria sind sehr stark und solche Sachen wie hier. Ich würde sehr viel auf Social Media setzen, eine tolle Präsenz haben, sowohl im Printbereich, sowohl in meinem ganzen Auftritt. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Branche die Frage kam. Ich bin da auch nicht der Experte dafür. Und wir in unserem Hause sind auch nicht die Social Media Experten. Aber wir haben auch eine Agentur aus Köln, die für uns
den Social-Media-Auftritt komplett gestaltet, also die Ideen reingibt und wir pflegen, und aber auch von uns allen einzeln. Und wir lassen uns doch immer wieder abchecken, Xing, LinkedIn. Das ist jetzt so weit, haben wir auch so gute Erfahrungen mitgemacht, dass jetzt wir mit dieser Agentur in einem Trainings namens Sellers Personality den Herrn einladen, die Agentur einladen, um den Teilnehmern Tipps zu geben. Es wird, manche mögen es, manche nicht, viel über Social Media gesagt, Netzwerk aufbauen dort, sich verlinken, vernetzen. Und am Anfang ist es oft dann auch das Gesetz der großen Zahlen nach dem Motto, ich muss die auch immer genug kennenlernen, irgendwer bleibt schon haften. Das ist jetzt so aus meiner Erfahrung heraus in dem Bereich Existenzgründung, weil ich immer empfehlen kann, hey, kommen Sie mal zu einem guten Vertriebstraining. So. Sehr gut. Muss nicht sein zum Schluss. Natürlich, ist legitim. Ja, super. Mit Blick auf die Zeit, unsere 60 Minuten sind um. Die ersten ein, zwei Teilnehmer sagen hier ein großes Dankeschön und müssen sich aber in den nächsten Termin verabschieden. Ich würde sagen, Herr Dresden, ich gönne Ihnen natürlich trotz der Zeit noch ein Schlusswort in jedem Fall, und dann würden wir natürlich im Nachgang nochmal Kontaktdaten von Herrn Dresden, der ProManagement AG, versenden. Unsere Kontaktdaten und Infos natürlich auch, wie Sie das sonst auch gewohnt sind, bekommen Sie nochmal in der E-Mail. Aber vielleicht ein Schlusssatz zum Thema von Ihnen. Okay. Auf den Punkt gemacht, neben allem, was wir heute in der Kürze der Zeit gesagt haben, aus meiner Sicht sind zwei Säulen für einen guten, für einen Top-Vertrieb entscheidend. Das eine ist die Säule der Vorbereitung. Da ist die Vorbereitung, ist die Zwillingsschwester des Erfolges. Sich vorbereiten, ist die eine Säule. Und die andere Säule ist üben, üben, üben. Die besten Tennisspieler dieser Welt, ein Roger Federer, macht bestimmt am Tag im Training noch 100 Aufschläge, obwohl er müsste es können. Ausprobieren, üben, versuchen mit Erfolgserlebnissen aufzuhören. Das so meine beiden Tipps. Vorbereitung, üben, ausprobieren, machen, dranbleiben. Spaß danach. Ja, das finde ich auch immer wichtig, genau. Ganz herzlichen Dank, Herr Dresden, für die Zeit, für den Input. Ich habe es als ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch empfunden. Und genau, wir vernetzen Sie hier mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da waren. Vielleicht findet der ein oder andere nochmal einen Kontakt zu Ihnen. Ansonsten, vielleicht kommen wir auch nochmal auf Sie zu und wir überlegen uns ein weiteres Thema Der Vertrieb ist ja groß, wo wir noch Schwerpunkte setzen können. Also erst einmal ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Für Sie, liebe Teilnehmerin, auch ein großes und Dankeschön, dass Sie dabei gewesen sind, dass Sie weiterhin festhalten auch an den Teilnahmen hier dieses Online-Formates. Das wissen wir sehr zu schätzen. Also daher Dankeschön. Wir haben noch einen Termin, bevor wir in die Sommerpause gehen, und den kündige ich gerne an. Am 20. Juli bieten wir mit dem Thema rechtssicher werben. Das sollten Sie für Ihren Unternehmensmarketing wissen, mit dem Rechtsanwalt Christian Herrmeier einen Experten-Online-Talk an. Herr Herrmeier ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Rudel Schäfer und Partner mit Sitz in Osnabrück und Melle. Und genau, er wird unser letzter Talk vor der Sommerpause sein. Dann starten wir erst Mitte September wieder. Genau. Und ansonsten, wenn Sie Infos oder irgendwie Kontakt zu uns aufnehmen, finden Sie uns natürlich online unter www.vigos.de. Auch unsere Seminare, Webinare etc. finden Sie da. Sprechen Sie uns gerne an. Es gibt viele Ansatzpunkte, wo wir Ihnen wirklich gerne helfen würden oder Sie unterstützen würden oder vernetzen würden, wie auch immer es passt. Nutzen Sie uns da gerne. Und bis dahin sage ich einen herzlichen Dank, einen schönen Restnachmittag und bis bald. Tschüss.